So, ich bin wieder da, Livestream-Chat. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ja, da tut mir schon leid, der Fisch, Digga. Aber gut, kann man jetzt nichts dran ändern, Digga. Tanzverbot, wir können ja nicht gucken. Shop in 15 Minuten, das passt. Schauen wir mal, ich habe keine Ahnung, was da los ist, Digga. Hallo Kelly, hier ist Kilian. Auch Tanzverbot genannt. Du hast ja schon einige Videos über mich gemacht, beziehungsweise wo du auf mich reagiert hast. Du bist sehr oft in meinen Gedanken vertreten. Ich glaube, du hast das sicherlich schon in einigen Reaktionen auf Twitter und in Livestream-Ausschnitten mitbekommen, dass du für mich sehr oft Thema bist und ich auch immer, wenn dein Name fällt, auf jeden Fall in größeren Sätzen darauf reagiere. Das hängt damit zusammen, dass ich dich sehr attraktiv finde und dich als Menschen, glaube ich, auch sehr viel besser einschätze, sehr viel intelligenter, sehr viel netter, sehr viel sympathischer einschätze als viele andere, die so aus deiner Richtung kommen. Du weißt, wie ich das meine, so keine Ahnung, die ganzen Modepüppchen und so, aus dieser Richtung kommst du ja auch irgendwie. Du versuchst dich jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen in eine andere Richtung zu entwickeln, was ich auch sehr gut finde, was dir auch mehr steht als diese Müll, diese anderen Weiber, die machen. Das Problem ist, du hast ja sehr oft auf mich reagiert in vielen Hinsichten, auch wenn ich dir gegenüber immer sehr, sehr vulgär war, so mit diesen, ich würde dich gerne ficken und dieses ganze Zeug, was ich natürlich immer noch will, was ist die Sache jetzt nur natürlich nur in der informationsgetreu jetzt halt den ganzen beistehen soll, damit die Leute wissen, warum ich so verwundert bin. Du weißt, wie ich drauf bin, ich bin so komisch und trotzdem gibst du mir immer das positive Feedback, dass ich kein schlechter Mensch bin und du gibst mir immer das Gefühl, dass du irgendwie in irgendeiner Art und Weise an mir interessiert bist. Und das lässt mir Tage keine Ruhe. Es lässt mir Tage keine Ruhe. Und jetzt hast du letztens diese Reaktion gemacht, da wo du auf mein Umstyling reagiert hast, wo du explizit wieder auf mich reagierst. Natürlich reagierst du auch manchmal auf Excel. Ich und Excel haben auch öfters mal unsere Streitigkeiten gehabt. Was ich mir jetzt einfach frage ist, und wir haben das Video noch nicht zu Ende geschaut, ist das Real Rap oder ist das einfach... ja, keine Ahnung, Digga. Wen sie mehr mag, mich oder dich. So, mir geht es im Endeffekt ja nicht darum, wie man mag, weil mögen kann man viele Menschen. Es geht im Endeffekt darum, mit wem sie was tun würde, mit wem du etwas tun würdest. Das schwirrt auch immer noch in meinen Kopf rum, ob du irgendwie jetzt mit diesen Emra da zusammen bist oder nicht, weil du ja öfter mal Videos mit ihm machst und der ja auch wirklich ein Schönling ist. Der sieht echt nicht schlecht aus. Das muss man einfach sagen. Er ist einfach schon, na, also wenn ich weiblich wäre, dann würde ich ihn auch wollen. Also wirklich, der ist einfach clean as fuck. Das ist einfach so. Und ja, da habe ich halt schon meine Streitigkeiten mit ihm gehabt und letztens habt ihr ja auch diesen Videodreh gehabt, da habe ich in meinem Bett gelegen und da standest du ja auch neben ihm und das hat dann so gewirkt, als ob du mich damit provozieren willst, dass du in seiner Umgebung bist, um mich damit eifersüchtig zu machen, um irgendwie in mir etwas hervorzurufen, was genau das hier jetzt auslöst, dass ich dieses Video aufnehme, um öffentlich jetzt endlich eine Antwort darauf zu bekommen, wie du mir gegenüber eingestellt bist. Ich bin der übelste, dreckige, asoziale Penner, kann man einfach so sagen. Ich habe dir gegenüber schon sehr viele vulgäre Äußerungen getätigt, dass ich dich geil finde, dass ich gerne mit dir Geschlechtsverkehr haben wollen würde. Und ich habe aber dich auch schon beleidigt, so, wo du deinen Song damals gemacht hast und das alles. Und das alles hat dich nicht davon abgehalten, mir gegenüber trotzdem irgendwie so positiv eingestimmt zu sein, weil viele Leute können damit nicht umgehen. Aber du kannst das. Und du gibst mir damit ein sehr positives, gutes Gefühl, was in mir irgendwie auslöst, dass du in irgendeiner Art und Weise, das hört sich jetzt dreist an, aber vielleicht sogar interessiert bist. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass du vielleicht teilweise einfach nur mit mir spielst, weil du weißt, dass dieses Thema Frauen bei mir halt, diese Sexualität und das alles ist ja bei mir sehr ausgeprägt. Ich masturbiere viel, ich rede sehr offen über dieses Thema Sex. Also kein böses Blut. Ich habe mit Tanzi alles geklärt, was es zu klären gibt, Digga. Und habe kein Problem mit ihm. Im Gegenteil. Aber für mich ist so, egal ob es ernst gemeint ist oder nicht ernst gemeint und ein Troll. Also, egal aus welcher Motivation das Video hochgeladen ist, so jetzt gerade nüchtern betrachtet, egal aus welcher Perspektive ich das Video sehe, aus welchem Grund er es hochgeladen hat, ich finde es unnötig as fuck. Und ich kenne ja Tanzverbot seine Videos und das ist so einer der Videos, wo ich mir denke, ach Bruder Kilian, das hätte es nicht nötig gehabt. Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass du mit mir spielen möchtest, weil es in der Öffentlichkeit gut ankommt und wenn es so schon in diese Richtung geht, wenn wir so miteinander in der Öffentlichkeit harmonieren, dass Leute vielleicht Spekulationen aufstellen, könnte da vielleicht was sein und dadurch man eine Art Hype generiert. Und diese Situation fickt meinen Kopf. Ich will diese Klarheit für mich haben. Natürlich hatten wir auch schon unsere ein oder anderen Auseinandersetzungen, zum Beispiel zu dem Punkt, wo wir beide aufeinander reagiert haben.
Wo du auf meine Essensding da reagiert hast, dann habe ich auch darauf reagiert, dein Netzwerk hat das automatisch geclaimed, dann habe ich dich per Privat-DM darum gebeten, dass du das bitte wegmachst, weil das einfach nur fair wäre, weil du hast auch bestimmt ein paar tausend Euro durch mich verdient, weil du eine gute CPM hast. Und dann hast du gesagt, natürlich mache ich das, aber im Endeffekt ist nichts passiert bis zum heutigen Punkt. Natürlich hatten wir sowas gehabt, aber trotzdem machst du mir immer die Hoffnung, als ob du dich sehr doll für mich interessierst, auf eine andere Art und Weise, wie zum Beispiel Mädchen, die nur ein Video von mir liked. Weißt du, nehmen wir als Beispiel einfach mal das jetzt hier wirklich dieses Umstyling-Video. Ich habe das Gefühl, dass du mir irgendwie imponieren möchtest. So, du gehst in dieses Video als eigentlich so eine kleine YouTuberin, hast auf einmal fettige Haare, eine Jogginghose an und bist halt, ich feiere das, also schlumpi jetzt, gesellschaftlich schlumpi, natürlich hätte ich persönlich eine andere Meinung dazu, aber so in deinem Bereich ist das schon schlumpi. Weißt du, ich meine, ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand das sexy irgendwie, sich so zu zeigen und ich finde dich generell auch sehr attraktiv, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so mir oder Excel, je nachdem, das ist ja auch was in meinen Gedanken rumführt, damit imponieren willst, so zu zeigen, guck mal, ich kann das auch, ich traue es mich auch und es ist bei mir angekommen, so. Das sind Gedanken in mir, die wieder rumschwören, wo auch wieder so eine leichte Eifersucht entsteht. So, wer ist denn jetzt nur den du imponieren möchtest? Ist das Excel oder bin es ich? Das ist die Frage. Weißt du, ich möchte da einfach für mich Klarheit haben. So, du kannst es mir gerne privat schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir das privat schreiben würdest, weil ich nicht... Kein böses Blut. Aber ich finde es weder unterhaltsam noch lustig, das Video. Also gar nichts. Ich feiere Tansy und seine Videos und mag auch seinen Humor. Aber das finde ich einfach, keine Ahnung, Digga. Verstehe ich nicht, Digga. Will auch gar kein böses Blut vergießen und nicht ihn als Dulli darstellen oder sonstiges. Aber ich finde, es ist einfach eins der wirklich unnötigsten Videos, die ich jemals von Tansy gesehen habe, Digga. Klar kann man das auch feiern und ich will euch jetzt nicht sagen, ey, ihr müsst es jetzt irgendwie schlecht bewerten, weil das ist auch Schwachsinn, aber keine Ahnung, Digga. Ich habe sogar das Gefühl, dass 5 Minuten 19 von mir verschwendet worden sind, Digga. Weil, egal aus welcher Perspektive ich das betrachte, egal ob es Spaß ist oder Ernst, ich finde es aus beiden Perspektiven einfach komisch. Komisch, sagen wir es mal so. Aber natürlich würde ich ihm trotzdem wünschen, dass er sie wegfickt. Das würde ich mir für ihn wünschen. Dass er seinen kleinen Kilian bei ihr in die Pussy reinsteckt und außersehen vielleicht ein paar Nudes leakt. Das wäre korrekt. Ehre.